Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und ich begrüße euch zurück zu Expeditions. Und heute möchte ich mit euch mir mal die Fahrzeuge angucken. Und zwar die Fahrzeuge, die wir hier irgendwie noch nicht haben. Denn ich habe gefunden, wo ich, also ich habe einfach noch mal ein bisschen so mich durch die Menüs geklickt und mal etwas gesucht. Wir haben ja einige Fahrzeuge, die wir noch nicht kriegen können, ne? Die sind ja alle schon seit Anfang an frei. Und es gibt ja aber Fahrzeuge wie unter anderem dem EAFIM. Da müssen wir diese Mission raus aus dem Dreck machen, ne? Um den freizuschalten. Für den Ankh richtig für den Job. Den Collie kriegen wir bei tragische Geoanalyse. Und das wäre zum Beispiel so ein Truck. Der sieht schon mal ganz schön geil aus und ich glaube, der ist gar nicht so schwer zu bekommen. Also, ist jetzt einfach vom Grundgefühl, was die Mission angeht. Das müssen wir mal gleich mal angucken. Tragische Geoanalyse habe ich nämlich gesehen. Abseits der markierten Pfade können wir uns merken. Missglückter Trip habe ich auch schon gesehen. Das ist der kleine Kahn. Treibsand. Es regnet Autos. Die habe ich auch schon gesehen. Versuchte Flussüberquerung, weiß ich jetzt nicht genau. Das ist aber auch ein schwerer, ne? Logistikprobleme in den Hügeln verirrt. Okay, also, wir gucken mal, ne? Wenn ich jetzt mal, ich gehe einfach mal hier rein und es ist egal, was ich drücke. Ah, Moment. Genau, ich mache mal die Karte auf. Das ist egal, welche Karte ihr öffnet. Denn diese Aufgaben werden überall angezeigt. Und hier gibt es zum Beispiel versuchte Flussüberquerung. Welche waren das? Welcher Truck? Ich weiß gar nicht so richtig. Ich glaube, wir haben die tragische Geoanalyse. Hier haben wir ja noch nichts freigeschaltet auf der Map, ich Idiot. Wir könnten mal hier gucken. Grand Canyon. Guckt mal, hier. Neue alte. Hier, die hier können wir die annehmen. Das wäre die tragische Geoanalyse. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Haben wir hier noch für Missionen? Missglückter Trip, das ist offensichtlich dieser kleine Kahn, ne? Den können wir auf alle Fälle uns holen. Und hier steht der auch irgendwo. Wo der hier ist mit der tragischen Geoanalyse, weiß ich nicht. Neue Freunde, kann ich euch auch nicht sagen. Und das mit dieser Flussüberquerung war ja auch spannend. Aber ich würde sagen, wir gucken uns mal diese Geschichte hier an. Das heißt, wir können ja in die freie Fahrt in den Grand Canyon mal reinjoinen. Wir schnappen uns ganz standardmäßig ein paar von diesen Kollegen für unser Team. Und zwar klassisch den Operator, ne, für die Drohnenreichweite. Ich finde, die beiden sind Pflicht. Bei den dritten weiß ich gar nicht so richtig, ob ich jetzt irgendwas brauche großartig. Ob ich jetzt einen Manager brauche für mehr Verkaufspreis oder so. So viel habe ich jetzt bisher auch nie geholt mehr. Ne, Verfolgungszone habe ich auch keine Ahnung. Aber für 700 jetzt noch jemanden, also ne, würde uns jetzt, bin ich jetzt, weiß ich nicht, ne? Bleibe ich einfach dabei, weiß ich nicht, ob ich das jetzt brauche. So, zur Bergung würde ich natürlich einen Truck nehmen, der uns ein bisschen hier hilft. Und da gibt es nicht viel Möglichkeiten, ne? Wir können den Loadster nehmen als Scout, wir können den Kotko nehmen als Scout, den Don als Scout. Aber die Offroad-Gerätschaften sind natürlich kräftiger und eignet sich meines Erachtens nach wirklich bloß der TAS. Und den könnte man eben so nehmen, wie er ist. Und den passen wir aber nochmal an, falls es irgendwas gibt, was wir hier jetzt dazu bekommen haben. Ich glaube nicht. Nee, hat sie nichts getan. Wir sind hier schon recht gut am Start, denke ich. Der hat alles, was er braucht. Hier gab es nochmal einen Käfig, haben wir. Ja, whatever. Ich glaube, das passt schon so. Was wir aber auf jeden Fall mitnehmen, ist natürlich eine Stellschraube. Wir nehmen die Bodenanker mit. Und ansonsten sind wir hier eigentlich ganz gut bestückt. Ne, der hat ja auf dem Dach, hat er ja schon ein bisschen was drauf. Könnten in der Fracht natürlich nochmal, wenn wir eh bloß ein bisschen was rausziehen, nochmal, aber brauchen wir eigentlich auch nicht, ne? Ich glaube, wir können uns drinnen dann noch ein bisschen Reserve holen. Da würde ich eher nochmal dort etwas investieren. So, dann würde ich sagen, starten wir mal damit heute durch. Und wie schon gesagt, hier in diesem Posten, das ist dieser Außenposten Süd, da würde ich jetzt einmal hinjoinen.
Ja, und in der freien Fahrt gibt es halt keine Mission. Da gucken wir mal. Also, tragische Geoanalyse. Einmal hier die Mission jetzt annehmen. Würde aber auch. Und wir überspringen mal die Zeit, genau. Mir hier diese Sachen nochmal angucken. Ich glaube, es macht durchaus Sinn, diese Baumodule aufzustellen. Lagerhaus. Okay, ich glaube, sowas wäre schon mal ganz nett. Da können wir auf jeden Fall etwas herschrauben. Wir haben ja hier ein paar Spots, wo wir theoretisch. Was gibt es denn hier noch? Da steht ja schon was, ne? Spannend. Ah, ich glaube, das ist jetzt nicht so relevant. Wenn wir das irgendwann mal brauchen sollten, können wir uns das immer noch kaufen. Also, hier wäre jetzt die Mission, die wir annehmen wollen, ne? Und da fahren wir einmal drüber. So. Also, Auto, Mitarbeiter von Klippe gestürzt, weil vergessen hat, Handbremse anzuziehen. Okay. Okay, folgen. So, dann gucken wir mal, wo dieser gefallene Truck ist. Ich sehe nur aktuell. Da oben. Okay, alles klar. Dahinter sollen wir. Wird spannend, wird spannend, wird spannend. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir fahren dahin. Muss selber mal überlegen, wie machen wir das am dümmsten? Fahre ich jetzt hier außen rum? Nee, wisst ihr was? Wir fahren hier hinten rum. Ich glaube, das sieht erstmal für mich auf jeden Fall nach einer besseren Strecke aus. Und dann werden wir uns langsam mal so in diese Richtung kämpfen. So, und weil ich tierisch K.O. bin, weil ich heute relativ große Tour mit Vargen hinter mir habe und mir dachte, ich will jetzt einfach nur noch eine Runde chillen, ich hätte das heute wieder als Timelapse drüber. Und wir fahren mal zum Truck und dann werden wir uns, glaube ich, einfach am Truck nochmal gucken, ob wir den. Wir schauen mal, wie es läuft. Also von daher ab ins Timelapse. Und ich kann euch sagen, es lief großartig. Ja, tatsächlich. Ich habe angefangen letzten Donnerstag. Ja, das kommt in etwa hin, letzten Donnerstag. Nach der Arbeit habe ich angefangen, hier so ein bisschen rumzurödeln. Habe dann Freitag früh noch mal ein bisschen gespielt, weil ich es natürlich nicht mehr am Donnerstag geschafft habe. Habe dann das Wochenende keine Zeit gehabt. Bei mir ist jetzt Sonntagabend 18 Uhr und ich habe das Ding jetzt hier fertig gefahren. Insgesamt hat mich diese Mission nicht. Könnte jetzt mal spielen, etwa 2 Stunden gekostet. Ihr kriegt das jetzt hier alles mit allen Fehlern und allem drum und dran. Denke ich zumindest Stand jetzt. Mal gucken, vielleicht, wenn ich irgendwo sehen sollte, es ist was komisch drin, schneide ich vielleicht noch mal eine Ecke raus. Aber ich will nicht die Fehler rausschneiden per se, sondern einfach nur, ja, genau, einfach nur mit euch sozusagen, ne, nur dann, wenn es halt wirklich langweilig ist oder sowas. Ansonsten, ihr seht schon hier, ne, der Sense, der geht hier aufs Ganze. Hier quälen wir uns durch alle möglichen Ecken. Und wenn ich mir überlege, jetzt schon, wir müssen einen Truck bergen, der muss da wieder hoch. Aber das ist unser geringstes Problem. Das kann ich schon mal vorab sagen. De facto weiß ich aber jetzt, warum man doch mehrere Trucks nehmen sollte. Beziehungsweise, ich glaube, bräuchte man hier auch nicht unbedingt. Aber. Ja, ne? Ich habe ja auch nichts an diesem Gelände gescoutet. Das heißt, wir fahren hier wirklich blind unseren Weg ab und probieren uns hier einfach einmal durchzuwurschteln, ne? Also das heißt, ich weiß nicht, wo wir hier rauskommen. Ich weiß ja nur, in welche Richtung wir ungefähr müssen, ne? Und dementsprechend fahre ich hier einfach mal lang und ja, hoffe, dass ich irgendwo sinnvoll ankomme damit. Genau, das heißt, es geht hier auch mal ins Wasser. Und zu diesem Zeitpunkt war ich dann auch schon fast überzeugt, okay, ich hätte den dritten Spezialisten reinnehmen müssen, den dritten oder können sollen vielleicht, diesen Operator, diesen Hydrologen, der macht, dass wir keinen Wasserschaden kriegen. Denn ich glaube, dass das perspektivisch eine coole Sache sein kann. Weiß nicht, ob der Motor dann trotzdem irgendwann absäuft, da habe ich keine Ahnung. Aber hätte zumindest an einigen Stellen. Ja,
Aber wie gesagt, wir haben ja jetzt noch ein bisschen was an Zeit, ne? Wir sind jetzt bei Minute 10 hier im Let's Play. Und ich weiß, ich habe am Anfang ein bisschen so rumgewurschtelt. Und wir werden uns auch zum Schluss, denke ich, noch, sofern wir die Mission irgendwie schaffen sollten, vielleicht den neuen Truck auch einfach mal noch mal ganz kurz angucken. Das fände ich zumindest cool. Und ja, hier habe ich dann festgestellt, okay, Sense, hier geht's so nicht weiter. Ja, also das heißt, jetzt sind wir hier unten und das Spiel ist da ganz schön gemein. Ne, also ihr kommt zwar hier ran, aber das nützt euch nichts. Und ich habe mir überlegt, verbocke ich mir jetzt hier so ein Teil oder... Ja, und habe mich dazu entschieden, mich hier rechts hinzubergen. Da geht hier alles wieder in vierfacher Geschwindigkeit, sieht man das nicht so gut. Und hier war ich kurz davor zu ragen. Also das war über den ersten Stein gefahren. Und da habe ich mir gedacht, jetzt ist mir das egal, ich berge mich nochmal. Ich will die Stellschrauben hier nicht rausbratzen. Und dann kam ich über das Menü auch nicht so richtig gut ran. Aber das war richtig ärgerlich. Naja, was soll der Geiz, ne? Das tut man nicht alles für einen neuen Truck. Und im Endeffekt ist es ja so, wir haben ja über 200.000 bei uns auf dem Konto. Ne? Durch diese Sonder-DLC-Fahrzeuge, ich bleibe dabei, ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Philosophie gut finde, dass man dann die ganze Kohle eigentlich hat. Obwohl Geld ist, glaube ich, in diesen Spielen auch nie so das Problem. Ne? Aber es wäre schön, wenn man das so spielen könnte, dass einem das Spiel vielleicht einfach sagt oder dass das Spiel einen fragt, möchtest du mit den DLC-Fahrzeugen starten oder dir alles frei erspielen? Weil ich glaube, ich fände es insgesamt, auch wenn es das Spiel noch länger machen würde, cooler, wenn man in der Sandbox auch ein bisschen was tun würde. Ja? Und im Sinne von, dass man auch mal ein paar Missionen für Kohle fahren müsste. So wie es ganz, ganz am Anfang von SnowRunner war, ohne irgendeinen Kram. Da weiß ich aber nicht, da habe ich, glaube ich, auch das Ding nur so... Gab es da überhaupt irgendeine Sonderedition? Keine Ahnung. Ja, jedenfalls sieht ihr, stecke ich gerade fest. Und zwar so richtig festgebackt im Stein, da kann ich mich auch nicht mehr rausziehen. Also das war auch richtig grandios, denn das war dann für mich die... Ja, ihr seht, das nächste Ankerpunkt versenkt und klappt einfach nichts. Also heißt es nochmal bitte bergen. Und das war richtig, richtig anstrengend für mich in dieser Mission. Und ja, so folgt nach der schwersten Mission tatsächlich die nervigste Mission. Auch wenn es keine Expedition ist, sondern einfach nur ein freier Auftrag. Und klar, ich müsste das Fahrzeug nicht retten. Und ich glaube, das haben sie auch bewusst gemacht, denn ich habe das Gefühl, dass das ein gutes Fahrzeug ist. Er sieht zumindest so aus. Ne? Wissen kann man es nicht. Nur weil es ein gutes Fahrzeug ist, heißt es ja nicht, dass es... Also nur weil es nach einem guten Fahrzeug aussieht, heißt es ja nicht, dass es ein gutes Fahrzeug ist. Ja, jedenfalls dort unten, da habe ich mir gedacht, da muss man irgendwie hin. Aber wie kommt man da runter? Das ist, nee, es gibt ja überhaupt keine wirklich coole Abfahrt hier. Also es gibt mehrere Abfahrten und das ist aber auch wieder so ultra schwierig. Ich wünsche mir auf jeden Fall die Möglichkeit, aus der Drohne heraus Markierungspunkte zu setzen. Das fehlt mir noch komplett. Ja, das würde das Spielerlebnis meines Erachtens nach nochmal deutlich verbessern. Und ja, was wir hier rumfahren, was ich mit diesen Trucks hier echt für Purzelbäume geschlagen habe, ist der Wahnsinn. Ich glaube auch, dass diese Ecke hier, dass dieses, ist das Arizona? Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Das wird nicht mein Liebstes. Ne? Also ich bin, glaube ich, eher froh, wenn wir dann in die Karpaten nochmal gehen und da nochmal ein bisschen was machen. Ich glaube auch, dass ich mir das zeitnah gerne anschauen würde. Hier habe ich mich mal abgeseilt. Ne? Mir wollte ich ja die ganze Zeit schon irgendwie sinnvoll mal einsetzen und musste ich aber mit noch einem weiteren Ankerpunkt sozusagen probieren. Ging auch eigentlich ganz gut. Ne? Wir steckten wieder fest. Das hätte auch wieder richtig schön schief gehen können. Aber so ist es, ne? Zum Schluss ist man immer schlauer und wenn ihr hier nur in diesem Video sein wollt, weil ihr wissen wollt, wie man dieses Fahrzeug rettet, dann spult einfach mal noch ein bisschen vor. Guckt das Video am besten von hinten rückwärts, denn da seht ihr definitiv, wie es besser funktionieren kann. Und hätte ich die andere Strecke, die ich eben zum Schluss genommen habe, hätte ich diese Strecke gleich am Anfang genommen, dann hätten wir das Ding hier wahrscheinlich in einer Stunde gut durchgeschoben. Aber das habe ich nicht. Und weil ich Sense bin und keine Lust habe, die ganze Karte erstmal vorab zu scouten mit irgendwelchen Trucks, was wahrscheinlich auch sinnvoller gewesen wäre, habe ich einfach das Ding so gespielt, wie ich es halt einfach gespielt habe. Ne? Und dann kriege ich hier einfach das genauso ungeschönt heute hier auf die Augen. Ne? Genau. Letztlich sind wir jetzt trotzdem drüben auf der anderen Seite. Sehen
den Truck, den wir da befreien müssen. Und da war ich schon sehr, sehr froh drüber. So, jetzt kann ich das Ding hier annehmen. Und jetzt müssen wir den irgendwie wieder nach Hause schiffen. Ne? Und ja, wie ihr seht, es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Also das, was wir jetzt gerade hierher gefahren haben, das funktioniert so nicht. Das heißt, wir müssen schon irgendwie hier in dieser Richtung lang. Ne, da gibt es ja diese beiden Klippen. Das wäre geil, wenn ich da oben eine Brücke drauf bauen könnte. Denn dann käme man richtig gut zurecht. Aber hier werden wir uns eher ganz, ganz rechts lang kämpfen müssen. Aber erstmal müssen wir den natürlich jetzt, ja, umkippen. Irgendwie auf die, auf ja, genau, ne, auf die Räder buxieren. Das haben wir jetzt auch. Ah, ich sehe gerade, hier funktioniert der Motor von dem Fahrzeug noch. Jetzt ist mir nämlich später aufgefallen. Und ich weiß nicht, ob es ein Bug war oder ob das Ding einfach noch im Arsch war. Da hat nämlich der Motor nicht mehr gefunzt. Naja. Auf jeden Fall macht das mit diesem Abschleppen natürlich richtig viel Spaß, weil wir natürlich auch nicht das Mega-Fahrzeug haben, was jetzt die totale Power hat. Ne? In SnowRunner gibt es ja so einige von diesen Gerätschaften, die richtig, richtig gut unterwegs sind, richtig, richtig stark sind, mit richtig viel Leistung. Und da ist es alles kein Thema. Das haben wir hier so nicht. Naja, das ist schon ein bisschen nervig. Ne? Vierfache Geschwindigkeit fällt das eben alles nicht so auf. Aber wenn ihr direkt im Gameplay drin seid, ist es... ist es schon auch wieder, ne, der Klassiker. Aber ich muss trotzdem sagen, ich habe immer noch Spaß dran. Auch wenn natürlich, wie schon eben besprochen, die Zeit gerade ein bisschen fehlt. Ich denke, ich werde das Video auch einfach mal für einen Dienstag takten jetzt bei mir. Muss mal gucken, ob ich es heute überhaupt gerendert bekomme mit Thumbnail und allem drum und dran. Könnte auch noch schwierig sein. Das heißt, die Zeiten... mit jeden Tag eine neue Folge schaffe ich tatsächlich jetzt nicht mehr aufrecht zu erhalten. Ne? Wir gehen jetzt langsam in die längeren Missionen, die auch eher so ein bisschen, denke ich, ein Mix werden aus Timelapse und anderen Sachen. Mal gucken, was wir dann so als nächstes machen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nochmal in die Karpaten dann gehen. Vielleicht irgendeine Mission auf alle Fälle mit dem Neuen. Das ist Fakt, da habe ich definitiv Bock drauf. Beziehungsweise müsste man mal schauen, ob es hier noch irgendwelche Upgrades oder so gab. Ja, so, hier habe ich ihn erstmal wieder ein Stück zurückgezogen. Und dann geht es jetzt hier einmal den Berg hoch. Das kann ich auch gleich vorweg sagen. Das hier ist erstmal grundsätzlich der richtige Weg. So sollte man das Ding auch nach Hause schippern. Meiner Meinung nach. Wenn ihr einen besseren Weg habt, nutzt einen besseren Weg. Aber ich denke, das ist für mich so auf dieser Seite einmal hier oben über den Gipfel drüber. Und dann auf der anderen Seite wieder runter. Ja. Und da geht es hier einmal rum. Ja. Und hier habe ich Kacke gemacht. Ne, ihr seht das, der hängt da jetzt oben in dem Baum. Und ich komme mit meinem auch nicht mehr so richtig ran. Ich würde sagen, ja, das ist gelaufen, das Thema hier. Und von daher, ich mache jetzt mal, ich erspare euch mal das Rumgerödel. Wir machen mal einen kurzen Cut. So, und starten die Mission nochmal neu. Denn das ist das, was ich letztlich getan habe. Denn wenn ihr einmal in so einer Mission wirklich aufgeschmissen seid und nichts mehr geht, dann müsst ihr neu starten. So, und jetzt habe ich mir das Ding, ihr seht das gerade, ich packe mir den gerade voll mit allen möglichen Krimskrams. Und ich nehme mir auch noch einen zweiten, habe jetzt einen Mechaniker, einen Hydrologen und noch die andere Uschi da drin für die Drohnenreichweite. Und jetzt mit zwei Trucks. So, und ich habe mir gedacht, ich fahre trotzdem mal mit dem Kleinen mal vor. Ich wollte wissen, vielleicht reißt er ja ein bisschen was, ne? Und von daher geht es mit dem jetzt einmal die Strecke lang. Und ich würde aber auch hier nochmal einen ganz kurzen Cut machen, denn das ist jetzt nicht mehr wirklich spannend. Und damit wir noch ein bisschen was schaffen in der Folge, denn es geht ja dann auch nochmal wieder zurück. Also einmal nochmal kurz an die Stelle gehopst. So, und da sind wir auch schon. Das hat nämlich auch ungefähr 5 Minuten gedauert oder sowas in Timelapse. Also ne, in Echtzeit dann dementsprechend logischerweise 20 oder so. Und ja, jetzt stehe ich mit dem hier und jetzt können wir uns einmal den Colby oder wie heißt er? Ich komme gerade nicht auf den Namen, wir werden es ja dann merken, genau. Einmal angespannt und der ist nochmal eine ganze Ecke größer. Also das ist ja, glaube ich, auch ein Scout, aber nochmal ein deutlich größerer und massiverer Scout, als das jetzt unser Kotko ist. Also das wird spannend, aber dementsprechend, ihr seht das auch, der hat ja auch nochmal ganz, ganz andere Räderchen, ne? Und einen krassen Schwerpunkt. Also ich glaube, das ist schon ein ganz schönes Biest. Ja. Jedenfalls ging es dann mit dem jetzt erstmal hier ein Stück vorwärts bis zu der Ecke. Also ne, das ist die ganz selbe Strecke, die drehe ich hier auch. Aber der hat hier echt zu kämpfen. Und ihr könnt euch immer so ein bisschen, ja, ihr müsst halt probieren, ne? Mit Differential, Reifendruck könnt ihr halt spielen. Und spielt aber auch mit
Winde ziehen und drücken. Ne? Drücken ist einfach sozusagen, der drückt ja das Fahrzeug nicht weg, sondern der löst einfach die Winde und dann könnt ihr euch ein bisschen wieder Abstand gewinnen und wenn ihr mehr Grip habt, sozusagen wieder besser reingehen. Ja, und hier war dann Feierabend, denn Berghochzugs ist mit dem Kotko nicht so viel möglich. Da habe ich auch noch mal eine ganze Ecke rumgemehrt, aber da habe ich mich dann auch entschlossen, okay, das kannst du sein lassen. Da fängst du lieber noch mal an und schnappst dir den anderen. Es macht jetzt nichts, ne? Wir haben den jetzt hier am Start. Wir können mit dem zur Not nachtanken. Das ist ein gutes Versorgungsfahrzeug. Wir stellen den hier irgendwo an die Seite. Und dann springen wir in den, in unseren TUS. Ne? Auch hier, ich habe das hier rüberzugs versucht. Ah, ich sehe, es geht noch ein Stück. Aber ich glaube, irgendwo war hier dann trotzdem Feierabend. Mal kurz gucken, wie weit schafft das noch? Um die Kurve ein bisschen rum. Na, ich nehme alles zurück. Ich kann, ist das schon wieder so lange her? Ich habe vor 2 Tagen, 3 Tagen, na, es ist schon doch ein paar Tage her. Ich hätte gedacht, ich wäre mit dem dort schon stecken geblieben. Okay, also bin ich doch nochmal mit Umdrehen hochgekommen. Sehr gut. Und dann aber natürlich logischerweise ging es irgendwo wieder runter. Und jetzt ganz, ganz weit am Rand, dass er bloß nicht hängen bleibt. Und das ist jetzt natürlich eine spannende Kiste. Das ist so eine richtig eklige Ecke hier. Hier müsst ihr euch irgendwie versuchen rauszukämpfen. Ja, das macht der ganz gut. Der steht schräg. Ich kann den nicht mit der Stellschraube bewegen, solange er nicht wirklich auf dem Kopf liegt. Ja, und hier wird es jetzt langsam kritisch, aber auch das ließ sich noch irgendwie lösen. Ist eh spannend, ne? Also es ist manchmal so wirklich so kleine Sachen, wo man sich denkt, klappt das nicht? Oh ja, ich erinnere mich. Ein Stück ging es noch und irgendwann habe ich mich dann aber entschieden umzuwechseln, einfach weil es mir zu anstrengend wurde. Und wobei es eigentlich gar nicht so aussieht, ne? Wenn man es jetzt mal vergleicht so mit dem TUS, mit den Aufnahmen vom vorhin, ging es eigentlich sogar, ne? Waren wir jetzt eigentlich gar nicht so schlecht dabei. Aber der hat halt trotzdem ein bisschen weniger Leistung hat er trotzdem noch, ne? Da ist nicht so viel Power dahinter, wie das jetzt bei dem Offroader ist. Ja, und dass dieses Teil halt auch immer wieder umschmeißt, ist halt auch nicht weniger anstrengend. Aber der macht das gut. Also der macht das echt gut. Und ich meine, wie gesagt, über den Hügel einmal drüber. So, und dann so weit, wie wir eben kommen. So, hier ist so eine Stelle gewesen, ne, wo es hier so drunter geht. Also da muss ich dann natürlich logischerweise auch mal die Winde ein bisschen lockern. Muss mich selber erstmal ein bisschen hochkämpfen. Und dann muss man mit dem hier hoch. Und das ist natürlich schon nicht mehr geil. Ne? Jetzt stand er da an dieser Ecke da oben dran und da war nicht viel mit rankommen. Ah, ich glaube, ich erinnere mich wieder. Jetzt geht es nämlich gleich mit dem Kollegen ins Wasser. Denn über diese Stelle hätte ich ihn so auf dem Wege mit ihm hier zumindest nicht rüber gekriegt. Also einmal durchs Wasser. Und im Wasser fehlte dann der Grip bzw. die Power. Irgendwas, eins von beiden, ich kann es euch nicht genau sagen. Auf jeden Fall, ne, ihr seht es, da war einfach keine Bewegung mehr möglich. Und jetzt habe ich ihn zum Rand gestellt, irgendwo an die Seite geparkt und habe meinen Truck gewechselt. So, und jetzt machen wir nochmal einen ganz kleinen Mini-Cut und lassen mal den TUS einfach mal in die Richtung springen. Ja, denn das einfache Fahren ist ja nicht wirklich spannend. Ne? Wir wollen sehen, wie die ackern, wie die sich bewegen, wie die richtig arbeiten müssen. Und arbeiten tun sie natürlich, wenn sie die anderen Trucks hinten dran haben. Ja, war jetzt für ihn auch nicht so einfach. Ne? Ihr seht das, wie der sich hier rückwärts kämpft. Also ich habe da echt irgendwo in der Schlammpfütze gehangen. Das war echt im Schneckentempo. Ich habe zwischendurch überlegt, ob ich mich überhaupt bewege. Und ja, also es war hier nicht ganz einfach, weil der Kollege da echt tief an einem Stein hing. Also das heißt, ich musste dann noch mal ein kleines Stück zurück und habe versucht, ihn dann zu drehen. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Ja, und dann ging es jetzt hier an der Stelle mit unserem Offroader weiter.
mit unserem, wie ich finde, momentan besten Offroader. Und klar, ich habe es jetzt mit dem anderen nie probiert. Den haben wir wirklich, vielleicht wenn der andere da nochmal bessere Reifen hat. Ich kann mir die Namen immer alle nicht merken. Ihr wisst ja, wir haben bloß zwei Offroader, mit denen wir die vibroseismischen Untersuchungen gemacht haben. Aber ich freue mich natürlich trotzdem schon, wenn wir dann nochmal ein paar andere Fahrzeuge am Start haben, die vielleicht nochmal ein paar andere Dinge uns auch ermöglichen. Da werden wir uns dann einfach mal überraschen lassen, was die so alles können. Aber das ist ja auch gerade dann das Schöne an diesen Spielen, dass man sich eben ein bisschen vorprogress, ne? Das ist ja immer das, was ich tatsächlich, ja, wie soll ich denn sagen, bei Spielen wie Forza, Horizon oder so ein bisschen bemängle. Also, oder anders, bemängeln ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich würde mir eher was wünschen. Ich würde mir einen Karrieremodus wünschen, wo man bessere Fahrzeuge erst freispielen muss, aktiv, auf eine bestimmte Ebene. Ich weiß, muss man in Forza auf eine gewisse Art und Weise auch, wenn man, ne, man braucht ja erstmal die Kohle dafür, aber das ist halt, du kannst halt das Fahrzeug auch einfach gewinnen. Und du kriegst halt in Forza Geld, ist halt eigentlich kein Thema. Ne, das ist totaler... Ah, ne? Und es geht ja auch nicht darum, es geht um den Spaß. Aber ich habe das geliebt in den alten Need for Speed-Teilen, wo wie lange hat man gebraucht, bis man die besseren Fahrzeuge hat. Und man musste halt erstmal mit der totalen Knatterkiste erstmal starten, bis man wirklich loslegen konnte. Und das ist, das Gefühl hat man hier ja auch, weil natürlich Sachen hinter Level Caps, hinter Upgrade Caps und sonstiges versteckt sind. Und das ist für mich was, was ich sehr motivierend finde. Deswegen, das gefällt mir an den Forza-Teilen nicht so. Es reicht mir auch bloß, wenn die sagen, das wäre optional, dass man, keine Ahnung, bestimmte Milestones einbaut, wo man sagt, hier, ab hier kannst du erst mit den Kisten fahren oder sonstiges. Ich glaube, Forza löst das ja ein bisschen dadurch, dass es, glaube ich, so diese Begrenzungen gibt für die einzelnen Rennen. So konnte ich mich erinnern. Ja, das war auch richtig geil hier. Da bin ich so halb abgekracht und hing dann so und dachte mir schon, oh, jetzt ist es schon wieder gelaufen. Aber das ging besser als gedacht. Und ich glaube, hier hat er sich dann vermutlich den Motor verschossen. Ja, sei es drum. Er ist jetzt hier auf jeden Fall erstmal noch gut am Start und ich kann hier gut mit ihm, ne, ein bisschen einen größeren Umweg fahren. Den geht es jetzt hier auch einfach hintenrum lang. Da habe ich mir überlegt, ich komme diesen Weg, den ich ganz, ganz am Anfang runtergedonnert bin, komme ich nicht so richtig gut hoch. Also, ach ne, da sind wir noch gar nicht. Ihr seht ja mal, wenn ich in Gedanken abschweife und über was ganz, ganz anderes quatsche. Aber, na, wobei, ich glaube, ganz am Anfang, ich bin zwischenzeitlich da auch mal eine andere Strecke gefahren. Ne, also das heißt, diese Strecke hier ist nochmal neu. Die haben wir so bisher in diesem Let's Play hier in der Folge noch nicht drin gehabt. Die fahre ich jetzt hier sehr, sehr weitschweifig außenrum. Sicher ist sicher. Ja, aber nochmal ganz, ganz kurz zurück, auch wenn wir das Thema eigentlich schon durch hatten. Ne, Spiele wie Forza Horizon und sowas, das ist... Macht Spaß, spiele ich gerne. Aber es ist halt trotzdem was anders, ne? LS... Also Farming Simulator ist ja wieder mal noch eine ganz andere Kiste, ne? Weil ihr ja dort letzten Endes wirklich das über das Geld lösen müsst. Und da finde ich es cool, weil da ja echt auch das Geld die begrenzende Sache ist. Ja, hier rechts seht ihr diese Brücke. Das habt ihr nicht mitbekommen. Die habe ich freigeschaltet, aber die ist verbuggt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich habe auf beiden Enden gestanden, auf beiden Seiten, habe die Ressourcen abgeliefert. Da war, also ich meine, das war wirklich nicht viel. Ich glaube 75... Ersatzteile und ich habe ja, glaube ich, fast 500 Ersatzteile einstecken, also viel zu viel. Und ja, hat keine Brücke errichtet, also musste man da durchs Wasser fahren, war aber letztlich ja auch kein Problem, ihr habt es gemerkt, ne? So, und hier habe ich mich einmal verfahren. Ne, jetzt stehen wir hier unten und ich dachte mir halt so, ne, in meiner Motivation, okay, alles klar, kein Problem, wir kämpfen uns jetzt hier irgendwie hoch, denn ich bin jetzt zu faul, mit dem umzudrehen. Und wie ihr sehen werdet, geht das halt einfach mal schief. Ne? Da ist nicht viel mit Ziehen und Zotteln. Ne? Ich habe ihn dann noch einmal gelöst zwischendurch irgendwann an einem gewissen Punkt. Bin dann ein bisschen weiter rüber und habe versucht, ihn rüber zu ziehen. Und da kam er dann auch irgendwann ein Stück. Ne? Vielleicht auch ein bisschen näher ran. Hilft ja manchmal. Ne, und da habe ich gedacht, okay, jetzt hast du ihn wirklich. Aber auch da war dann einfach nichts mehr zu machen.
Ja, und wenn ihr das euch mal so anguckt, mein Sprit ist auch alle. Also habe ich mir gedacht, okay, kurzerhand, wir machen nochmal einen kleinen Reset mit unserem Truck. Es ist ja nicht mehr so weit. So, und jetzt holen wir uns hier nochmal ein bisschen Sprit, das, was wir kriegen können. Und ich habe mir dann überlegt, ich mache noch ein Grundversorgungslager. Ist ja, spielt jetzt keine Rolle. Ich weiß nicht, die können wir bestimmt auch irgendwann austauschen, wenn wir das wollen. Im Moment brauchen wir es ja nicht. So, dann geht es jetzt einmal noch mal ganz kurz die kleine Strecke zurück. Das ist nicht wirklich weit bis zum gefallenen Truck. Nur so ein Mühe. Es ist auch so ein richtig asoziale kleiner Schlitz da in den Stein. Ne? Da fährt man sich so richtig schön fest. Ja, und hier ging es dann wieder so, das ist auch so eine Ecke. Da habe ich ja am Anfang, da seht das schon, da ist noch so ein Punkt drin. Ja, de facto kann man trotzdem eins sagen, ne, wenn ihr eine Mission nicht schafft, gerade das mit diesen Bergungen, diese Welt hier, und das finde ich, also da weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich davon halten soll, das finde ich, glaube ich, irgendwie ein bisschen doof, die setzt sich immer wieder zurück. Ne, das ist nicht wie in SnowRunner, wo ihr eine Welt habt, die immer so ist, wie ihr sie zurückgelassen habt. Ne? Bis auf die Texturen, die natürlich sich ein bisschen resetten, ne? Diese ganzen Schlammspuren und sowas. Aber diese Gegenstände, die da rumliegen, die weiß ich nicht. Ne? Also ich glaube, die Brücken, klar, die wird es wahrscheinlich wieder herstellen. Aber warum setzt es die Fahrzeuge zurück? Also das verstehe ich nicht. Ne? Lass mich doch das Fahrzeug zur Hälfte rauskämpfen und an der Stelle, wo ich nicht mehr weiter weiß, erstmal stehen lassen und einfach vielleicht ein paar Tage später das dann irgendwie bergen. Ja, ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, ob es in SnowRunner auch so war. Ich meine, es gibt ja immer die Möglichkeit, dass ihr die Fahrzeuge resettet oder dass ihr die Missionen resettet. Ja, und das ist auch gut so und das finde ich gut. Und, aber ja, ne, also war jetzt für mich sozusagen der Drang, ich musste diese Mission jetzt hier fertig spielen. Ich meine, ich wollte den Truck auch haben. Ja, aber ich habe mir eigentlich in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, okay, wir machen mal eine Bergungsmission. Ja, konnte ich ahnen, dass das in so einem Dilemma endet. Aber vielleicht haben wir jetzt mit dem Truck einen, wo es dann echt flotter geht. Ja, das ist ja ein SnowRunner, müsst ihr halt wissen, welches Fahrzeug ihr haben wollt. Und da ist es halt der Tiger und mit dem macht ihr einfach jede Mission easy peasy. Und hier weiß ich es einfach nicht. Und ich will mich aber da auch nicht spoilern. Also da bitte auch vorsichtig in den Kommentaren, wenn ihr es wisst, holt ihr den und das und das und das. Ne? Ich nehme Tipps gerne entgegen, aber ich will jetzt nicht so ein Ding haben, naja, das beste Fahrzeug im Game ist der. Wenn du dir den holst, dann ist es der Win-Button. Ne? Ich glaube, ich möchte schon ein bisschen trotzdem die Fahrzeuge einfach gerne spielen und versuchen diesmal etwas unvoreingenommener mich einfach vorwärts zu kämpfen. So, jetzt geht es hier halt wie schon, ja, vor ein paar Minuten angeteased, ne, ein bisschen einen größeren Weg außenrum, weil ich werde die Strecke, die ich runterzugs nehme, kriegen wir hochzugs mit dem Fahrzeug hinten dran. Glaube ich nicht hin. Also könnte klappen, ist aber dann wieder so ein Kraftakt, dass ich mir sage, die Strecke hier außenrum, habe ich ja extra mit der Drohne geguckt, die ist halt wirklich kinderleicht. Ne? Also das ist ja wirklich, da ist ja gar kein Hindernis. Da kommt ihr einfach rum, da könnt ihr einfach langfahren. Und ja, ich glaube, es ist auch hier wieder sehr, sehr viel Planung in diesem Spiel. Das heißt, wenn ihr das gut macht, dann kriegt ihr das mit den Fahrzeugen hin. Und aber ein bisschen jugendlicher Leichtsinn und ein bisschen probieren sollte halt trotzdem dabei sein. Ne? Die Frusttoleranz, die darf gerne trainiert werden. So, und wir sind vom Prinzip fertig mit der Mission. Ne? Wir schieben den jetzt hier bloß noch mal ganz, ganz kurz aufs Abstellgleis. Und ich würde dann ganz gerne mit euch noch mal in den Hub reinspringen. Ja, wir werden uns bloß noch mal zumindest kurz angucken. Ne? Hier gibt es jetzt das Fahrzeug plus die Kohle. Und hier gibt es jetzt noch mal ganz kurz einen Überblick darüber, ja, wie eine Zusammenfassung von der Mission. Ja, und da sehen wir nämlich, ne, wir haben insgesamt Stunde 25 hier gebraucht, fast 8 Kilometer gefahren, 529 Liter Sprit und 10.000 rausgeholt. Das heißt, alles in allem war es schon ein Minusgeschäft. Aber jetzt wollen wir uns das neue Fahrzeug natürlich trotzdem nochmal angucken. Also würde ich sagen, springen wir nochmal kurz in das freie Game und ja, gucken uns den Kollegen nochmal live an. Okay, und da sind wir und ja. Schöne Sache hier ist natürlich jetzt, dass wir das Ding tatsächlich nicht gewonnen haben. Also das heißt, wir müssen ihn kaufen. Das ist ja das, was ich eben schon so ein bisschen angesprochen habe. Das finde ich zumindest erstmal gut. Und dann würde ich mal mit euch in den Truckshop gehen und dann gucken wir, ja, das ist der Colli. Und der Colli kostet nur 30.000. Also das ist gar kein so teures Fahrzeug. Okay, wir nehmen den jetzt mal trotzdem. Der hat ein bisschen mehr Slots. Ist jetzt als Scout gelistet.
Und wir können uns den mal anpassen. Ein paar Upgrades hat er ja, ne? Also motortechnisch würde auf jeden Fall ein bisschen mehr geben, gehen noch, aber haben wir nicht. Und wir sollen die Gegend erforschen. Also ja, lass mal den Motor drin. Wir können das Schnellstufegetriebe reinnehmen, was halt immer nichts bringt. Wenn wir zumindest Offroad unterwegs sein wollen, als Federung Walk-Crawler-Paket. Wir haben das Standardpaket. Und auf Kosten der Bodenfreiheit. Ah, wir gehen ein bisschen höher. Ne? Es ist kein Höherlegungsset. Es ist ein bisschen einfach sozusagen höher. Das nehmen wir aber mit. Und als Reifen haben wir jetzt Geländereifen. Und da gibt es aber noch 51 Zoll Offroad-Reifen. Die sind noch... Offroad-Reifen ist immer wieder geil. Die sind noch mal einen Ticken besser. Die werden wir natürlich reinnehmen. Winde, verlängerte Winde, ist klar, ne? Auch die hier wieder verkaufen. So, und Schnorchel. Hochschnorchel haben wir noch nicht, also müssen wir den hier nehmen. Und damit ist gut. Und dann können wir jetzt mal gucken, diverse verschiedene Sachen. Also hier geht es natürlich jetzt wieder los, ne? Hier müsste man jetzt wieder diese ganzen Verstärkungen und diesen ganzen Krimskrams reinnehmen. Da würde ich auch ein bisschen was dran machen. Wir können im Heck auf jeden Fall... Ja, da ist ein Platz drauf, ne? Guckt mal, wir haben den hier. Dann nehmen wir natürlich auch den. Können wir den auch anbringen? Den können wir anbringen. Und dann können wir hier natürlich logischerweise... Also meines Erachtens nach bleibe ich jetzt so ein bisschen dabei. Kraftstoff ist eigentlich das A und O. Und aber auf dem Dach könnte man jetzt noch diesen, guckt mal, den Gepäckträger. Das ist so eine geile Erfindung. Und Ersatzteile würde ich immer 2 mitnehmen. Maximal vielleicht 3. Wir nehmen noch ein Beleuchtungssitz, natürlich auch geil. Und den Rest Sprit. Ne, dann habt das einfach an den Start und dann haben wir genügend, um auch mal eine Brücke oder sowas zu reparieren und dann passt das schon. Standardstoßfänger, boah, ich denke, das ist schon ganz gut, das kann man hier machen. Und als Felgen hat er jetzt Jahrfelgen drauf, das ist mir eigentlich egal. Ne, vielleicht noch kurz die Farbe. Boah, da gibt es schon ein paar Optionchen, die nicht schlecht sind. Ich mag ja diese grellen blauen Töne, das ist ja irgendwie, ne, so das Einfarbige ist, glaube ich, nicht so meins. Ja, und zu bunt ist irgendwie... Wir nehmen das helle Blau. Ich weiß es nicht. Es ist einfach eine Farbe, die mir gut gefällt. Und von daher nehmen wir das mit dem. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal mit dem jetzt einmal los hier. Wo ist er? Da, Colli, genau. Auswählen. Einmal nehmen, so wie er ist. Inventar brauchen wir jetzt theoretisch nichts. Wir nehmen die trotzdem mal mit rein. Einfach so, dass wir mal gucken. Okay. Und dann würde ich sagen, damit... Gibt es vielleicht noch eine Mission? Vielleicht machen wir es doch so. Vielleicht nehmen wir... uns hier jetzt gleich mal noch die Spezialisten mit. Weiß, die kosten wieder ein bisschen Kohle. Aber Außenposten, im Moment den Logistiker will ich glaube ich nicht. Ich will die Hydrologin mit dem Unterwasserschaden oder den Hydrologen und wichtig Operator. Genau, und damit fahren wir jetzt hier einmal los. Es ist eigentlich wurscht, wo wir jetzt hier hingehen, weil hier ist noch eine Mission. Vielleicht fahren wir einfach mal dahin und dann würde ich zumindest mal... Boah, ist schon ein ganz geiles Gerät, ne? Boah, dann lass uns mal gucken, was gibt es denn hier jetzt für Missionen? Gibt es hier noch irgendwo? Wir haben doch hier als Aufträgen, als ich gebe ja wirklich alles mögliche. Missglückter Trip. Wo ist denn der? Der ist... Verfolgung starten. Hier... Und das Fahrzeug selber liegt da hinten. Das könnte man noch mit dem lockerflockig machen, oder? Außenposten West müssen wir uns jetzt einmal bergen, das stimmt schon. Und dann kann ich zumindest mal so in die Richtung fahren. Das war das mit diesem, erinnert ihr euch, mit dem kleinen Bus, ne? Er hat, glaube ich, immer die Differential an, kann das sein? Da
hinten irgendwo ist das Fahrzeug. Ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier einmal durchziehen oder ob wir einfach sagen, wir verschieben mal die Tour mit dem Colli tatsächlich auf die nächste Folge. Ne, dann machen wir mal noch die zweite Bergung. Das, denke ich, ist eine ganz gute Sache. Können wir uns mal anschauen, ob der das da gut hinbekommt. Und ansonsten würde ich hier einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.